Es ist mir eine Ehre, Kommandantin. Ihr kommt in düsteren Zeiten zu uns. Bitte verschont uns mit euren kostbaren Höfen, Edelbrick. Einige Bürger unseres Arltums kommen nicht in den Genuss stabiler Stadtmauern. Die Lage in den Ebenen ist ernst. Während wir hier fürstlich speisen, verhungern auf unseren Ländereien die Bauern oder erdulden noch Schlimmeres. Die Verteidigung der Stadt ist wichtiger, Edelbrick. Im Moment mögen die Kornspeicher noch gefüllt sein, aber woher bekommt ihr eure Mahlzeiten, wenn die Bauern tot sind? Habt Dank, meine Lehnsherrin. Wie ich sehe, verschwendet Lord Edelbrick keine Zeit, euch um Soldaten für seine Höfe zu bitten. Lasst euch nicht täuschen, Kommandantin. Das Einzige, worum er sich sorgt, sind seine Einnahmen. Amaranthine ist das Juwel des Altums. Die Stadt muss beschützt werden. Amaranthine wurde über mehrere Generationen hinweg aufgebaut. Sollte die Stadt fallen, wird auch dieses wundervolle Altum darunter leiden. Reichtum ist ja schön und gut, aber doch nichts verglichen mit menschlichem Leben. Die Landbevölkerung übersteigt die Zahl eurer Stadtbewohner um ein Vielfaches. Ich bin nicht so geschmacklos, die Würde dieses Rahmens zu verletzen, Kommandantin. Kommandantin, wir alle haben schon viel von euch gehört. So viel Gutes, so viele unglaubliche Dinge. Allerdings haben viele eurer Taten den Aufstieg zahlreicher Personen hier verhindert. Das Schicksal vieler war eng mit dem alten Aal verwoben. Einige der Adligen hier streben danach, eure Herrschaft über sie zu beenden. Was ich nicht habe, kann ich euch auch nicht geben. Ich hatte die Gelegenheit, einige ihrer Schreiben abzufangen. Sie sind allerdings verschlüsselt. Eine einzelne Nachricht ist unverständlich. Gemeinsam ergeben sie jedoch ein Muster. Sie wollen eurer Herrschaft ein Ende setzen, noch bevor sie überhaupt begonnen hat. Es ist ein tödliches Bündnis. Ihr solltet diese Angelegenheit ernst nehmen, Wächter. Sie wissen, wozu ihr fähig seid, und investieren ein Vermögen, um ihre Ziele zu erreichen. Wenn ihr mir nur ein paar Tage gebt, kann ich euch die Nachrichten vorlegen. Ich hätte sie ja schon heute mitgebracht, aber ich war unsicher, ob es klug ist, euch zu warnen. Ich habe viel zu verlieren und nur äußerst wenig zu gewinnen. Lebt wohl. Wir sehen uns bald wieder. Es ist uns eine Ehre, euch als unsere Lehnsherrin zu haben, Kommandantin. Es ist schon komisch. So viele andere Dinge wurden mitgenommen. Aber das hier natürlich nicht. Mein Vater hat meine Mutter gehasst. Er hat dieses Bild nur dann hervorgeholt, wenn meine Großmutter zu Besuch war. Als Kind musste ich immer wie ein Soldat bei der Inspektion vor ihr antreten und wurde für jede Kleinigkeit gerügt. Mein Vater hat in der Zwischenzeit gewartet, bis er an der Reihe war. Das frage ich mich auch. Vielleicht hat es ja einer eurer grauen Wächter gebraucht, um damit ein Loch zu verdecken. Das ist wirklich eine Schande. Dabei ist es ein ziemlich gutes Bild. In Wirklichkeit war sie bei weitem nicht so hübsch. Wie auch immer, irgendjemand sollte das Ding abnehmen. Ich fühle mich, als würde es mich anstarren. Sagt mal, eure ganze ruhige und unerschütterliche Art bringt euch doch bestimmt ziemlich viel Aufmerksamkeit, oder? Wollt ihr etwa sagen, dass ihr mich bewundert, Ogryn? Was? Nein. Nein, nicht so lange. Nein. Gut,
Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, wenn ich im Lager zu viel trinke. Hey, ja gut, ich mag euch, aber nicht auf diese Weise. War diese lange Reise denn wirklich nötig? Ich habe all meine Vorräte verbraucht, um diese dunkle Brut in die Luft zu sprengen. So kalt ist es. Sobald wir mit den Reparaturen fertig sind, sollten wir uns unterhalten. Unserer besten Kunden. Und sie brauchen uns. Ich vermisse meinen Laden. Hier ist es so trist. Das schlägt mir auf die Stimmung. Andraste, steh mir bei. Ah, die Kommandantin der Wächter. Darf ich euch Meister Wade vorstellen, den besten... Und tiefgefrorensten. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Den besten Rüstungsschmied Denerims. Ich dachte, wir dachten, ihr hättet vielleicht Bedarf an einem Rüstungsschmied. Dieser Standortwechsel ist nur vorübergehend. Da die dunkle Brut bei Amaranthine am aktivsten ist, dachten wir, wir könnten euch helfen. Und das Gold, das die Krone uns bezahlt hat, hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, was? Ich soll Waffen und Rüstungen für gewöhnliche Soldaten herstellen? Oh, wie demütigend. Aber wenn wir schon so schrecklich gewöhnliche Arbeiten verrichten müssen... Gibt es in Amaranthine dann wenigstens annehmbares Metall? Silberit zum Beispiel oder Viridium? Oder sind wir etwa wieder bei Bronzewaffen? Warum nicht gleich Steinkeulen? Wade hat nicht ganz Unrecht. Er ist am glücklichsten und am schnellsten, wenn man ihn vor eine Herausforderung stellt. Solltet ihr irgendwelche Erzvorkommen entdecken, so lasst es uns bitte wissen. Kommt bald zurück. Samuel. Hofgärtner Samuel. Seid ihr das? Wer? Beim Atem des Erbauers. Wenn das nicht der kleine Nate ist. Das Gesicht würde ich überall wieder erkennen. Hofgärtner, ich bin so froh, dass ihr noch hier seid. Bitte, wisst ihr vielleicht, wie mein Bruder gestorben ist? Und was ist mit meiner Schwester? Ich war in den freien Marschen. Euer Bruder ist im Krieg gefallen. Aber Lady Delilah... Wisst ihr es denn nicht? Sie ist nicht tot, mein Sohn. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie einen Ladenbesitzer in Amaranthine geheiratet hat. Ich weiß allerdings nicht, wen. Das arme Mädchen. Habt ihr das gehört? Meine Schwester ist noch am Leben. Könnten wir uns in den Läden umhören, wenn wir das nächste Mal in Amaranthine sind? Vielen Dank. Ich wüsste wirklich gerne, wie es ihr ergangen ist. Oh, sieh sich einer dieses süße kleine Kätzchen an. Im Turm gab es einen Kater namens Lord Pushel. Er war meine einzige Gesellschaft, als die Templer mich eingesperrt hatten. Manchmal vermisse ich den kleinen Kerl. Aber ich kann mich nicht um eine Katze kümmern. Schließlich kämpfen wir gegen die dunkle Brut. Nun ja. Ich denke, ich werde ihn vorerst behalten. Bis ich einen sichereren Platz für ihn gefunden habe. Bist du damit einverstanden, Kätzchen? Ich nenne dich Sir Naseweiß. Und du kannst in meinem Gepäck bleiben. Zumindest vorerst, klar?